Litauen. In weniger als 3 Jahren sollen auf diesem Gelände 5000 deutsche Soldaten fest stationiert sein. Ist dieser Zeitplan einzuhalten? Selbst Soldaten sind skeptisch. So far everything is going more or less to the plan. So we hope in 2025 we will see something is already growing here in this area. Oh, okay, so that means that it will be finished before Putin is coming. I hope so. I hope that he will never come here. Berlin am frühen Morgen desselben Tages. Mit einer Maschine der Bundeswehr Flugbereitschaft fliegen wir nach Litauen. Die Flugroute kreuzt die sogenannte Suwalki-Lücke. Die in Luftlinie nur etwa 65 Kilometer breite Lücke ist der einzige freie Korridor, der die baltischen Staaten mit dem Rest Europas verbindet. Wäre das Wetter besser, könnte man von oben in die russische Enklave Kaliningrad blicken. Heute versperrt eine Wolke die Sicht. Litauen. Übungsplatz Pabradze. Mit großem Pomp zelebriert die Bundeswehr ihr Engagement an der NATO-Ostflanke. We're currently threatened by an aggressive Russia. The threat is there. Deutschlands oberster Soldat, Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer, hat zu einer Leistungsschau deutscher Panzerkräfte geladen. Es soll der Startschuss für eine groß angelegte Operation sein. Denn die Bundeswehr will 5000 Soldaten fest in Litauen stationieren. Hier wird bald die Brigade Litauen stationiert. 5000 deutsche Soldaten sollen hier dauerhaft leben mit ihren Angehörigen. Würden Sie als Generalinspekteur auch nach Litauen gehen? Also wahrscheinlich würde ich mir die Frage gar nicht stellen, ob ich hier hingehe, sondern eher, wenn ich hier bin, und das würde ich total gerne machen, wenn ich hier bin, die Frage stellen, warum soll ich eigentlich wieder zurückgehen? Wir schaffen ein attraktives Angebot mit der Brigade Litauen hier. Wir zeigen aber auch vor allen Dingen, und das ist mir wichtig, es immer zu betonen, wir zeigen sicherheitspolitisch ein starkes Signal in Richtung Russland. Mit uns ist nicht zu spaßen. In Richtung NATO. Wir zeigen Solidarität, das auch gegenüber den Litauern hier, der litauischen Bevölkerung gegenüber, aber auch nach Deutschland hinein. Die Zeit, wo wir uns auf Alliierte in Deutschland verlassen haben. Das ist jetzt Payback-Time. Wir geben etwas davon zurück und das tun wir in Litauen. Rückblick. Bereits am Tag zuvor lädt die Bundeswehr ein, den Baufortschritt des zukünftigen Kasernengeländes zu besichtigen. Doch der Pressetross findet den Weg nicht. So richtig heimisch scheint die Bundeswehr in Litauen noch nicht zu sein. Wir befinden uns südlich von Vilnius, 12 Kilometer vor der Grenze zu Belarus. Hier in der Nähe des Dorfes Rudninkai soll eine Kasernenanlage für 5000 Bundeswehrangehörige entstehen. Doch der Pressetross findet das Gelände, das riesig sein muss, noch immer nicht. Erst ein Oberst der litauischen Armee bringt die Lösung. Er kennt den Weg. Nach ein paar Minuten Fahrt erreichen wir schließlich den Militärübungsplatz Rudninkai. Nur Schilder lassen erkennen, dass hier ein militärisches Übungsgelände beginnt. Absperrungen sind nicht zu sehen. My name is Colonel Yarmolavichus. So it's almost 1.5 years when we started all the infrastructural preparation work. Noch einmal geht es zurück in den Bus. Von Baufortschritt ist auch hier noch nichts zu sehen. Auf einer Piste geht es durch Wald, bis wir schließlich auf eine riesige, gerodete Fläche stoßen.
Wir stehen hier irgendwo im Nirgendwo mitten in Litauen und das hier ist die Speerspitze der NATO an der Ostflanke. Man kann es sich kaum vorstellen, aber genau hier an dieser Stelle sollen schon bald 5000 deutsche Soldaten mit ihren Angehörigen dauerhaft stationiert werden. Wir schauen uns das einmal an. Man sieht absolut nichts, aber wie man uns gesagt hat, man darf es auch nicht belächeln, denn sobald die Litauer hier auf den Knopf drücken, dann ziehen sie die ganze Infrastruktur innerhalb kürzester Zeit nach oben. Anderthalb Jahre hat es gedauert, die Fläche zu roden und Blindgänger aus Sowjetzeiten zu entfernen. Denn früher war hier ein Bombenabwurfplatz der sowjetischen Luftwaffe. Jetzt ist das Gelände bereit, planiert zu werden. This area is designed for the administrative needs. It means that the barracks, the sport complexes, the multifunctional buildings, the leisure areas will be built here. So that will be like a small military town here. Schon nächstes Jahr soll die Verlegung erster Truppenteile beginnen. Ende 2027 soll die gesamte Brigade einsatzbereit sein. Bereits jetzt nutzt die litauische Armee Teile des Geländes. Es geht hier aber nicht nur um Wohnanlagen und Freizeitmöglichkeiten für Soldaten, sondern hier sollen natürlich auch modernste Trainingsbedingungen geschaffen werden, so wie dieser Schießstand hier für Handfeuerwaffen. Und die Patronen der Sturmgewehre, die liegen hier schon rum. Das heißt, hier wird schon fleißig geübt. Und weiter draußen entstehen dann natürlich auch noch Trainingsmöglichkeiten für schweres Gerät, für Artillerie und für Panzer. Und die Soldaten, die jetzt schon seit einigen Wochen hier sind, die erzählen uns alle übereinstimmend, dass sie die Baufortschritte sehen können. Das heißt also, hier in Litauen, da geht es anders zu als in Deutschland. Hier wird die Infrastruktur wirklich in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Die deutsche Brigade Litauen wird eine schwere Kampfbrigade sein. Sie wird aus drei Kampftruppenverbänden bestehen, deren gefürchtetste Waffe der Kampfpanzer Leopard ist. The main and the biggest shooting range that we will visit today is, we call it multifunctional shooting range. So it is designed for tanks, infantry fighting vehicles. Und schließlich wird der Baufortschritt doch noch sichtbar. Wir befahren die ersten Kilometer fertiger Straße. Nur ein kleines Stück ist bis jetzt fertiggestellt. Jeder Kilometer kostet rund 1 Million Euro. Aber der Fortschritt ist jetzt greifbar. 12 Kilometer sind es von dieser Stelle bis nach Weißrussland. Weißrussland, das ist ein Verbündeter Putins und es ist eine deutliche Warnung, dass ausgerechnet hier Panzer für einen möglichen Krieg trainieren werden. Denn das, was wir hier sehen, das soll ein Panzerübungsplatz werden. Das ganze Gebiet ist mehrere Quadratkilometer groß und es ist direkt vor der Haustür von Weißrussland-Diktator und Putin-Freund Lukaschenko. Allein die Ausmaße dieser Schießanlage sind gigantisch. Sie ist 1,5 Kilometer breit und über 3 Kilometer lang. Der Grundstein ist gelegt, überall sind neue Straßen gebaut worden. Jetzt muss nur noch die ganze Infrastruktur hochgezogen werden. Die Litauer sind schnell, das haben wir jetzt immer wieder gehört. Und in spätestens 3 Jahren oder in weniger als 3 Jahren leben hier dauerhaft 5000 deutsche Soldaten mit ihren Angehörigen. Nur wenige Kilometer weiter nördlich proben deutsche Soldaten bereits den Ernstfall gegen Putin. Bei den Litauern sind sie gern gesehen. Ja, Vilnius ist ja jetzt nun gerade mal 20 Kilometer von der Grenze weg. Stimmt, ja. Und theoretisch, wenn Sie das sehen, was jetzt in der Ukraine passiert, was wir da für entsetzliche Bilder erleben, wie rücksichtslos die Russen in eine Stadt schießen, Zivilisten bombardieren, stellen Sie sich das Szenario mal vor. Man baut dann Artilleriegeschütze auf, noch innerhalb Weißrusslands, und man hat Vilnius in Reichweite. Da ist sehr gut verständlich, dass die Menschen hier Sorge davor haben. Der deutsche Kommandeur ist bei den Litauern hoch angesehen. Zum Dank für seinen Einsatz erhält er einen Säbel. Wenn
Sie in die litauische Geschichte reinschauen und Sie sehen dort, wie dieses Land immer von Russland überfallen wurde. Und dann spüren Sie hier bei allen Menschen die große Dankbarkeit, dass wir hier sind und die ganz klare Aussage, nie wieder. Wir wollen in Freiheit und Demokratie leben. Bereits jetzt hat Deutschland die Führung der schnellen NATO-Eingreiftruppe in Litauen übernommen. 1700 deutsche Soldaten verstärken bereits jetzt die NATO-Ostflanke. Ich würde sagen, dass Deutschland eine der größten Rollen in der NATO spielt. Deutschland gehört wirtschaftlich wie auch militärisch zu den stärksten NATO-Mitgliedern. Und wie wir heute in Litauen sehen können, wird Deutschland seiner Verantwortung auch gerecht. Ob der Zeitplan einzuhalten ist, bleibt abzuwarten. Noch nie hat die Bundeswehr so viele Soldaten auf Dauer im Ausland stationiert.